überwältigt. Es ist der Hammer. So viele Leute. Wahnsinn. Wir waren uns alle schon ganz lange gespannt auf das Musical und deswegen wollen wir auch schnell starten. Ich übergebe an Alexander Lombardi von WDL, der mit seinem Kollegen Benjaminice mit uns zwei Wochenenden geübt hat. Wir haben mächtig trainiert. Ja, vielen Dank. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Es ist toll hier zu sein. Ich bin auch fasziniert. So viele Zuschauer, das ist ja bestimmt 1 Million. Ich habe es euch gesagt, ja. Das wird richtig voll werden hier. Toll, dass ihr da seid. Ich sag einfach du, ist okay? Ja, sonst möchte ich mal ihr und du. Ja? Ja, der Benni und ich, wir waren jetzt die letzten 2 Wochenenden da, beziehungsweise der Benni 2 Wochenenden. Ich musste gestern und vorgestern noch was anderes erledigen, aber Benni hat es ganz toll gemacht. Ich selbst komme nicht von hier, sondern aus der Nähe von Starnberg, am Starnberger See. Ja? Ich wohne also nicht im schönen Sulz am Eck, sondern muss in Starnberg leben. Ja. Das hat aber einen Grund. Ich arbeite dort bei einem Werk, nennt sich Wort des Lebens, WDL. Das ist ein christliches Freizeitwerk. Und wir haben dort vom Freistaat Bayern 2 Schlösser zur Verfügung gekriegt, die wir pachten, für Kinder- und Jugendarbeit. Dort führen wir in unserer Jugendburg Freizeiten für Jugendschloss heißt es, in so einem Jugendschloss, Freizeiten für Jugendliche durch. In den Sommermonaten, in den Wintermonaten. Oder für Kinder, da haben wir eine eigene Burg direkt am Starnberger See, unsere Kinderburg. Ich habe rein zufällig so einen Prospekt dabei. Den können Sie sich gerne nachher auch mitnehmen, da steht alles ganz genau drin. Wir machen auch Klassenfahrten. Ja, das heißt, Schulen können zu uns kommen, wir haben Programme, die wir dort anbieten. Und dann gibt es auch Musical-Freizeiten. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich würde auch mal so gerne, wie hier die Kids auf der Bühne stehen, aber ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich hatte keine Zeit. Keine Panik. Denn in den Herbst- und Faschingsferien finden Musical-Freizeiten statt. Und dafür muss man gar nicht bis Starnberg fahren, sondern wir haben eine Freizeit in der Nähe von Backnang. Also nicht ganz so weit von hier, so eine Stunde entfernt. Musical-Freizeiten für Kinder. Ab 8 Jahren bis 13 Jahren eben auch regional. Da studieren wir innerhalb von 4,5 Tagen ein Musical ein und führen das dann 2-mal auf mit den Kindern in den Ferien. Dann gibt es das Ganze auch für Jugendliche. Musical-Freizeiten für Jugendliche finden in den Pfingstferien statt. Das ist im Prinzip das Gleiche. 4,5 Tage einstudieren. 4 Aufführungen sogar, und das findet in der Nähe von Kirchheim an der Tech statt, also auch nicht so weit von hier. Das Musical Bartimeus gibt es auch auf CD, kann man am Büchertisch kaufen für 10 Euro, ja? Also Chibo ist nicht billiger. Also 10 Euro Bartimeus Musical, wir haben mehrere Musicals schon produziert, insgesamt 9 an der Zahl. Unser neuestes ist Maria, ein Mädchen aus Nazareth und noch viele andere. Dann haben wir auch so Kinderlieder-CDs, die kann man ganz gut für Sonntagsschule oder Jungschar einsetzen. Das sind Lieder mit Playbacks drauf, können Sie sich gleich hinten gerne am Büchertisch bedienen. Ansonsten sind wir auch noch viel unterwegs und machen eben solche Projekte vor Ort, in Gemeinden, Kirchengemeinden oder auch an Schule. Wer da Interesse hat, kann auch gerne nach der Veranstaltung auf mich zukommen. Ja, jetzt aber genug der vielen Worte. Ich möchte noch auf 2 wichtige Sachen hinweisen. Ich möchte bitten, dass Eltern von kleineren Kindern ein bisschen Auge auf die Kids werfen. Wenn die unruhig werden oder zu schreien beginnen, dass sie mit denen nach hinten gehen, damit wir hier nicht gestört werden. Hier, wir sind alles keine Profis, das kann manchmal sehr ablenken. Und deshalb möchte ich bitten, dass Sie mit den Kindern nach hinten gehen. Oder beim Tontechnik gibt es auch Klebeband, aber nicht ganz so schön. Genau. Und dann möchte ich auch noch bitten, dass alle Handys ausgeschaltet werden. Wir arbeiten hier mit vielen Funkfrequenzen. Und dann ist es uns auch eine Hilfe, wenn wir da keine Störungen kriegen auf unserer technischen Anlage. Das wäre sehr, sehr cool. So, aber jetzt genug der vielen Worte. Ich weiß, es sind bestimmt ganz viele aufgeregte Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten. Die können ganz easy planen, die Kinder machen das ganz toll. Ich wünsche euch und Ihnen jetzt viel Spaß mit dem Musical Bartimeus. Hi Lisa. Hi. Was ist denn mit dir los? Schon okay. Bist du sicher? Ja.
Was steht denn da drin? Hier, sieh mal, die sieht so hübsch aus. So möchte ich auch mal aussehen. Naja, so schlimm siehst du auch nicht aus. Hey, lass mal, was ist denn das? Ach nee, das ist die Problemseite. Was soll ich nun machen? Mein Freund verlässt mich, weil ich einen Pickel auf der Nase habe. Aber manchmal ist es ja wohl ganz witzig. Hier, soll ich um meinen Ex kämpfen? Oh, wie toll. Ich bin total verzweifelt. Meine Eltern streiten voll oft. Oder hier, meine Lehrerin hat... Was ist denn los mit dir? Nichts. Das glaube ich dir nicht. Papa ist gestern ausgezogen. Echt? Die haben sich voll gestritten. Und dann hat er seinen Koffer gepackt. Oh Mann, das ist ja echt krass. Wenn sie sich scheiden lassen, was wird denn aus mir und meiner Schwester? Ich will das alles gar nicht. Hi, na ihr beiden, was geht ab? Passt schon. Klingt ja sehr überzeugend. Lisas Vater ist gestern ausgezogen. Oh Mann, das tut mir leid. Hi. Was ist denn mit dir los? Aufgrund ihrer Leistungen muss Laura das Schuljahr wiederholen. Oh, sitzen geblieben? Ja, so ein Mist. Ich habe doch echt voll gelernt, aber... Oh Mann. Na, das scheint ja nicht gerade der beste Tag zu sein. Oh, was für ein schöner Tag. Ah, die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern. Ein bisschen Sport. Ja, ein bisschen Sport wäre gut. Eins. Zwei. Entschuldigung, könnte ich mich vielleicht einen Moment mal da hinsetzen? Ich sitze gerade so gemütlich. Ich auch. Also jetzt aber. Ich bin immerhin ein schon etwas älterer Herr. Ja. Das stimmt. Aus der Steinzeit. Ich wusste gar nicht, dass Einstein noch lebt. Der Typ ging in ein Museum und sah nicht am Motten. Ja, wurde Amor. Die Altkleider sagen wohl jetzt grüßen. Und die Nase. Voll der fette Mörder ziehen. Was? Ich glaub's hart. Also erstens, ja, komme ich nicht aus der Steinzeit, sondern aus meiner Werkstatt, ja. Zweitens, meine Klamotten, die sind nicht krass, sondern total schön, ja. Drittens nehme ich die Grüße an die Altkleidersammlung gerne an. Und viertens, ja, meine Nase, die ist kein Mörderzinken, sondern ein dezentes Monumentalwerk, ja. Und fünftens, euer Verhalten ist äußerst pflegelhaft. Beruhig dich, Einstein, ist der Mut. Ich heiße nicht Einstein, sondern Professor Dr. Theologie. Ja, und also, soll locker bleiben. Jetzt mach dich mal vom Acker, okay? Acker? Als hätte ich nichts Besseres zu tun, als einen Acker zu machen. Ich glaube, ihr spinnt. Ich bin noch kein Landwirt. Oh, der Herr Professor, guten Tag. Sondern Religions- und Erfindungspädagoge nennen. Guten Tag. Ja. Oh Mann, ey, so eine Frechheit. Guten Tag, glaub's Herr ja Professor. Nicht. Ja, guten Tag. Oh, Sie sind aber nicht gut gelaunt. Ja, ja, wie soll ich denn auch, wenn diese Pflege sagen, ich soll Äcker machen und Professor werden und... Meine Güte. Theo, beruhig dich. So, jetzt geht's wieder. Entschuldigung, ich war... Es ist ja schön, euch zu sehen, aber die Pflege, die haben ja wirklich... So, aber es ist schön, euch zu sehen. Was macht ihr eigentlich so? Was stellt ihr an? Nichts. Das ist ja relativ wenig. Allerdings, Lisas Vater ist gestern ausgezogen. Und Laura bleibt sitzen. Das tut mir echt leid. Ich habe doch echt alles gegeben. Das ist voll ungerecht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Mann, warum gibt es so viele Probleme? Das ist eine gute Frage. Ja, wir Menschen, wir tappeln manchmal ganz schön im Dunkeln. Aber, hey, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir einfach mal in meine Werkstatt gehen und dann können wir einfach über alles reden? Erzählen Sie mit Ihrem Computerteil dann wieder eine Geschichte? Junge Dame, das ist kein Computerteil, ja, sondern modernste Technologie, ja. Also, wie sieht's aus? Habt ihr Lust? Das klingt gut. Ich komme mit. Das ist super. Okay, ja, dann hier runter. So. Dann kann ich euch nämlich auch gleich meine neuesten Erfindungen zeigen, ja? Ach, liebe Güte, brauchen wir dafür etwas Schutzanzüge? Schutzanzüge? Aber nein, die sind doch alle selbst TÜV geprüft. Selbst? Ja. Was? Ja,
ja, TÜV geprüft. TÜV steht für tatsächlich überlebter Versuch. Ja, so, ach, da sind wir ja schon. Genau. Ah, da ist ja der Computer. Ja. Und dort der Multikulti-Scanner. Der auch, richtig. Ja. Was ist denn das? Hm? Das ist ein Arienschwinger. Ein was? Ja, ein Arienschwinger. Gib mir mal. Damit kann ich jede Stimme singen. Genau. Ja. Soll ich es euch mal zeigen? Ja, das mache ich. Moment, ich brauche eine künstlerische Eingebung. Eins, zwei, drei. Test, Test. Also. Ich schenk dir mein Herz und du schenkst mir deinen Nerz. Krass, ja. Fett. Ja, ist cool, oder? Ich kann euch noch was zeigen. Moment. Jetzt dein Sopran. Achtung. Es geht nach Hause. Ich bin hören? Nein, gerade. Okay, dann machen wir jetzt mal was anderes. Ein Gedicht für dich. Bitte kein Liebesgedicht. Ja, genau, sonst wird sie ganz schwach. Ja, also bitte, damit ist ja viel zu jung für mich. Also ein Gedicht, da muss ich nochmal überlegen. Ja, jetzt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Test. Test. Ja. Du bist die Liebste und die Schönste. Nur bei dir fühle ich mich wohl. Ich komm zu dir am Mittag, denn ich esse am liebsten Kohl. Ja, genau. Sie sind ja ein guter Dichter. Oh, vielen Dank. Mhm. Aber dieses Arien-Teil ist echt cool. Das soll ich meinen Musikunterricht mitreden. Oh ja. Damit können Sie bei Deutschland auf den Superstar gewinnen. Oh ja, auf den Bohlen, die die Welt bedeuten. Krass, wie kommen Sie nur auf solche Ideen? Haben Sie noch mehr solche Erfindungen? Ja, aber natürlich. Passt mal auf, ich zeige euch da mal ein paar Erfindungen. Ja. Ich hab da noch jede Menge Aufnahmen. Du schiebst das Blatt nur rein, drückst auf den Knopf, schon geht es los. Die Hausaufgabe wird gemacht, ist das nicht famos? Seit einiger Zeit, da drückt ein Knüppel schon in deiner Nase. Du bist ganz wütend und verstehst jetzt absolut keinen Spaß. Mit deinem Finger kamst du leider auch noch nicht so weit. Doch der Elektronasenbohrer hilft in kurzer Zeit. Ja.
Wie kann man das erfinden, fragst du dich, hör zu. Die Rezeptur ist das Geheimnis, das ist der Clou. Die Zutat, mein lieber Freund, die sag ich dir gleich. Sie machen dich so kreativ, ja so erfindungsreich. Ja? Cool, voll abgefahren. Ja, finde ich auch. Aber ja. Herr Professor Logie, wir wollten doch eigentlich darüber reden, warum es so viele Probleme gibt und was man dagegen machen kann. Das stimmt, ja. Das habe ich vor lauter Erfindungen ja ganz vergessen. Lasst mich mal überlegen, ja. In der Bibel gibt es einige Geschichten, die ganz gut dazu passen würden. Aber leider habe ich gerade vergessen, welche. Das ist ja mal wieder typisch. Ja. Aber ich habe ja meinen hyperfantastischen Computer. Der findet es bestimmt raus. Das glaube ich nämlich auch. Also, dann muss ich ihn mal einschalten. So, und er funktioniert so gut, das ist gut. Also, wir brauchen eine Geschichte, wo die Menschen blind sind, irgendwie im Dunkeln tappen. Ja, im Dunkeln tappen. So, mal schauen. Eine passende Geschichte wurde gefunden. Ah, das ist sehr gut, ja. Die Geschichte wird gedruckt. Ah, noch mehr. Genau. Hab ich sie auch schon. Okay. Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Liest du mal vor. Klar, kein Problem. Die Geschichte von Barty Maus. Nein, Barty Mäus? Hä? Da hat der Computer einen Fehler gemacht. Das muss Barty Mäuse heißen. Barty Mäuse? Was sind denn Barty Mäuse? Ich kenne nur weiße Mäuse oder Wüstenrennmäuse. Was haben denn Mäuse mit unserem Problem zu tun? Ich weiß auch nicht, dass... Ja, toll. Und was jetzt? Ich weiß auch nicht, Barty Mäuse, Wüsten... Das sind bestimmt die Mäuse mit Bart. Mäuse mit Bart. Ja, genau. So ein Quatsch. Wo ist denn mein... Ach, hier ist meine Lesebrille. So, jetzt muss ich auch mal schauen. Die Geschichte von Barty... Das, junge Dame, heißt nicht Barty Mäuse, sondern Barty Mäus. Genau, das ist die Geschichte von Barty Mäus. Barty Mäus, genau. Ja. Wer ist denn das? Pass mal auf, am besten, ich zeige euch das mal mit meinem Computer. Ich habe da nämlich eine neue Erfindung, ja, den Laserleser. Mhm. Und wo ist der Laserleser? Der Laserleser, Moment, ja, wo ist er denn? Hier ist er. Das Tolle am Laserleser ist, worauf auch immer sein Laserstrahl fällt, kann er alles ablesen. Ja, ich muss ihn nur mal aktivieren. Halt ihn mal, so. So, jetzt muss ich ihn mal aktivieren. Moment, so. Das ist gut. Genau. In dieser Nase wurde vor 2 Stunden gebohrt. Hm? Was? Nein, guck nicht auf meine Nase weiter nach unten. Nase. Diese Füße wurden heute Morgen gewaschen. Genau. Aber riechen mittlerweile nach Emmentaler Käse. Was? Ach, nicht auf meine Füße jetzt. Gib mal. Was ist das? Ich lese. So. Aktiviere den hyperfantastischen Computer. Jetzt funktioniert. Ja. Die Geschichte befindet sich in Lukas Evangelium, Kapitel 18, die Verse 35 bis 43. Ja.
der aussieht, total heruntergekommen. Ach was, so schlecht geht's dem doch gar nicht. Ich muss den ganzen Tag hart für mein Geld arbeiten. Ja, und der ist in der Sonne. Helf einem armen blinden Mann! Hilf für einen armen blinden Mann! Sei doch still! Komm, lass ihn. Stimmt, für den gibt's eh keine Hoffnung mehr. Saß, das war Bartimäus. Hm. Warum musste der denn betteln? Das lag daran, dass Bartimäus blind war. Hatte denn keinen, der sich um ihn kümmerte? Ja, weißt du, damals war das noch nicht so einfach. Es gab ja noch keine Krankenversicherung oder irgendwelche soziale Einrichtungen. Ja, die einzige Möglichkeit, die Bartimäus hatte, war zu betteln. Mann, der hatte echt ein Problem. Oh ja. Der hat sich bestimmt ziemlich übel gefühlt. Das glaube ich auch. Passt mal auf, ich kann euch das auch einmal zeigen. Ich schalte mal nochmal den Computer an. Dann schauen wir uns das einfach an. So, zurück zu Bartimäus. Ich mir nur einmal zu sehen.
fühle ich mich auch. Ich weiß auch nicht, wie es in meiner Familie werden soll. Ja, das kann ich verstehen. Weißt du, leider geht es vielen Leuten so. Aber kann man denn etwas dagegen machen? Ja, also viele Menschen haben keine Lösung für ihre Probleme. Manche versuchen dann ihre Probleme mit allen möglichen irgendwie zu überspielen. Ja. Das verstehe ich nicht. Passt mal auf, das ist die Gelegenheit, euch noch eine neue Erfindung von mir zu zeigen. Eine Deckung! Ha, ha, ha. Die sind doch alle TÜV geprüft, das hatten wir doch schon. Ja, das ist nämlich mein Bibelübertragungsanwendungsmodifikationssimulator. Der was? Da habe ich doch gerade gesagt. Der Bibelübertragungsanwendungsmodifikationssimulator. Mit dem kann ich nämlich die Meinung der Menschen von heute zeigen. Also simulieren. Ja, den habe ich da extra eingebaut. So, ich gebe das mal ein. Das ist gut. Jetzt muss ich noch eingeben. Heutige Gesellschaft, Spaßgesellschaft. Und schon sehen wir die Meinung der Menschen von heute.
genau. Das ist ja cool. So gefällt es mir auch. Aber das ist doch nur voll die Show. Ja, aber wenn ich Spaß habe und tun kann, was mir gefällt. Ja, toll. Aber deine Probleme sind trotzdem da. Aber ich denke nicht darüber nach. Super Lösung. Mir macht das mit meinen Eltern trotzdem zu schaffen. Ja, das kann ich verstehen. Wisst ihr, viele Menschen haben trotz ihres ganzen Spaßes immer noch keine Lösung für ihre Probleme. Ja, irgendwie tappen sie im Dunkeln und sind auch total blind dafür, dass Gott ihnen eigentlich helfen möchte. Dann sind wir Menschen ja auch irgendwie blind. Das stimmt, oder? Genau. Aber passt mal auf, ich zeige euch das nochmal mit meinem Übertragungssimulator. Ja, und schalte ihn nochmal ein. Genau. Wisst ihr, viele Menschen wollen das aber überhaupt nicht sehen. Ja. Dann sind wir Menschen ja auch irgendwie blind, oder? Ja, stimmt, genau. Ja. Und deshalb gibt es viel Ärger und Probleme. Mhm. Ja, ja, toll. Und was soll ich jetzt machen? Sie wollten uns doch zeigen, wie man mit Problemen umgeht. Das haben Sie gesagt. Ja, ich weiß, das habe ich gesagt. Wir sind ja auch noch nicht am Ende der Geschichte. Da bei Bartimäus in Jericho, da ist nämlich noch so einiges passiert. Und was? Das will ich aber sehen. Zeigen Sie schon. Ja, ich zeig's euch ja schon. Ich mach nur noch mal den Computer an, ja? So. So.
er. Jesus, Jesus! Halt den Mund und schrei nicht zu rum. Wieder los. Mann, jedes Mal stürzt der Computer ab. Und immer genau dann, wenn es gerade spannend wird. Naja, ich weiß ja jetzt auch nicht so genau, was los ist. Was hast du denn, kleiner Hund? Das Einzige, was jetzt noch helfen kann, ist eine Selbstprüfung. Ich aktiviere die mal. Ja. Selbstprüfung los. So, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Banana, Banana, genau, Banana, jetzt weiß ich,
nicht, was los ist. Ja, die Bananensicherung ist durchgebrannt. Genau. Was? Ja. Was? Ach, ja, die Bananensicherung. Die ist höchst ökologisch und funktioniert auch ökologisch abbaubar. Ja, damit wird nämlich der Computer gegen Hochspannung abgesichert. Ja, als Bartimäus eben so laut gerufen hat, da muss er aus Versehen den Sound-Equalizer-Peak überschritten haben und dann ist die Bananensicherung ein bisschen durchgebrannt. Das kommt schon mal vor. Ja, und können wir uns jetzt die Geschichte weiter ansehen? Ja, aber natürlich, ja. Ich muss nur die alte Sicherung einmal auswechseln. Wo ist denn die Bananensicherung? Hier unten. So. Was ist denn das? Eine alte eklige Banane. Typisch, Sarah. Jetzt stell dich doch nicht so an. Halt doch die Klappe. Mann, hör doch auf zu streiten. Problem gelöst. Ja, genau, so. Wo waren wir stehen geblieben? Na, bei den Leuten in Jeschu, die Bartimäus voll angemacht Stimmt. haben. Stimmt, die waren voll gemein. Die haben ihm überhaupt nicht geholfen. Der hat doch echt Hilfe gebraucht. Die haben nur an sich gedacht. Ja, wisst ihr, das Problem ist, dass viele Leute heute das genauso machen. Sie denken irgendwie nur an sich. Ja, ich glaube, das hat auch mit den meisten unserer Probleme heute zu tun. Ja. Passt mal auf, ich zeige euch das mal nochmal mit meinem Übertragungssimulator. Ja? Mhm. Den muss ich dann abschalten, so, und schon geht es wieder zurück zu der Meinung der Menschen von heute. Genau. Viele denken nur an sich und nehmen überhaupt keine Rücksicht auf den anderen.
Ja, das stimmt. Die Sünde hat uns Menschen ganz schön blind gemacht. Hä? Die Sünde? Das ist doch sowas wie Streiten oder Lügen. Ja, ja, genau. Und das sind ja auch die Dinge, die uns in unserem Leben irgendwie zu schaffen machen. Ja, zu streiten. Sachen wie Streiten oder Lügen. Mhm. Und dass jeder an sich denkt. Genau. Und das Blöde ist, die Sünde trennt uns auch noch von Gott. Ja, sie hat schlechte Auswirkungen auf uns selbst und auf andere. Ja, das macht unser Leben manchmal ganz schön dunkel. Aber wie wird unser Leben dann hell? Ja, ja, das ist ja das Tolle an der Geschichte von Bartimäus. Gott möchte uns nämlich etwas zeigen. Er will uns die Augen für Jesus öffnen. Die Augen? Ja, damit meine ich nicht die zwei Sehteile in deinem Gesicht. Er will uns zu die inneren Augen für Jesus öffnen. Er möchte unser Leben hell machen. Gott wünscht sich, dass wir mit unseren Problemen und Sorgen, mit unseren Nöten und allem, was uns beschäftigt, zu ihm kommen. Ja. Das heißt also, ich kann Jesus von meinen Schulproblemen erzählen? Ja, aber natürlich! Klar! Bartimäus hat das gemacht. Er hat nach Jesus gerufen. Das stimmt. Aber wer war denn dieser Jesus eigentlich? Ja. War er ein Arzt oder ein Sanitäter? Ja. Oder irgendein Wunderheiler? Warum dachte Bartimäus, dass Jesus ihm hilft? Eine Frage nach der anderen. Am besten, wir fangen mal damit an, dass ich euch zeige, wer Jesus eigentlich ist und was er alles für uns getan hat. Der Durch uns Menschen gleich. Dadurch kam die Menschheit ein.
Wow, wenn Jesus ein starker Gott ist, kann er Bartimäus bestimmt helfen. Ja, natürlich kann Gott das, ja. Aber wie ist denn Bartimäus zu Jesus gekommen? Ja, die Leute in Jericho wollten ihm ja nicht helfen. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Hat Jesus ihn überhaupt gehört? Mann, das will ich jetzt aber wissen. Schalten Sie wieder den Computer an. Also wenn ihr es wirklich wissen wollt, wollt ihr es denn wissen? Ja. Ja, okay. Dann schalte ich nochmal den Computer an. Huch, was ist denn jetzt los? Haben Sie was gelöscht? Nee, da steht kein Datenempfänger vom Leser. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich weiß es auch nicht. Ach, jetzt weiß ich. Ich muss natürlich eine neue Sicherung rausmachen. Die alte Banane ist ja jetzt draußen. Dazu muss ich mal meinen Obstkorb holen. Ach ja, genau. Zum Glück sind da Bananen drin, ne? Ja, nur noch eine. Ich muss wieder neue kaufen. Naja. Okay, so, dann kriegst du die mal. Komm. Lecker. Banane. Ja, Banane. So. Und jetzt geht's weiter mit der Geschichte von Bartimäus. Sie sind schon im gewissen Alter, haben Sie graues, trockeniges Haar, dann gibt es jetzt die neue Farbe für Ihr Leben. Powercream, die Tönung für Ihr Haar. Powercream? Ach, eine Frequenzstörung, ja, Moment, das haben wir gleich. Ach so, jetzt geht's weiter mit Bartimäus. Genau. Und die Songs. Richtig. Der neue Ding. Axel Schwarz. Was? Axel Schwarz? Moment, nochmal. Haben wir gleich. So, jetzt. Haben Sie Probleme mit dem starken Blut? Ja. Voller Problem. Und jetzt wird stinkfrisch. Nein. Lassen Sie den Medizinbuff ins ganze Haus. Stinkfrisch. Und Ihre Stinkfrisch. Stinkfrisch. Ein Blut. Stinkfrisch und Ehre stinkt's nimmer. Also der Computer hat ja einige Macken. Macken? Nee. Ja, manchmal. Aber Moment, ich muss das hier nur noch mal neu justieren. Das klemmt da hinten ein bisschen. Jetzt geht's aber weiter. Jesus, warum wartet mir? Ach, halt doch den Mund! Ach, das klingt doch nicht. Wer ruft denn auf mir? Ach, das ist nur sein Kinderbänder. Bringt ihn zu mir. Was? Jesus will Bartimäus sehen! Das kann nicht sein. Ja, das kann sein. Was willst du von mir? Ich will sehen. Hab lang gewartet, bin am Ende ohne Mut. Dunkelheit umgibt mich, keine Lösung, nichts ist gut. Du bist mein Lichtblick, meine Hoffnung, Zuversicht. Ich bin getröstet, denn du enttäuschst mich.
10. Dein Glaube hat dir geholfen. Stark. Jesus heißt Bartimäus, das ist ja krass. Ja. Mhm. Aber eins habe ich nicht verstanden. Warum fragt Jesus Bartimäus, was willst du von mir? Stimmt, ich dachte, Jesus weiß alles. Er wusste doch, dass Bartimäus blind war. Er hätte sich doch denken können, dass er wieder sehen wollte. Ja, sehr gut aufgepasst. Ja, wisst ihr, das ist ein ziemlich interessanter Gedanke. Ich glaube nämlich, dass Jesus das mit Absicht gemacht hat. Aber warum denn? Nun, ich glaube, dass es Jesus wichtig ist, dass wir ihm sagen, was uns fehlt. Bartimäus hat das ja gemacht. Er hat Jesus zugetraut, dass er ihm wirklich helfen kann. Und deshalb hat Jesus ja auch gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Das heißt also, ich brauche nur alles Jesus zu sagen und dann wird alles wieder gut. Ja, das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Manchmal nimmt Gott unsere Probleme tatsächlich einfach weg, aber manchmal ändert sich an unserer Situation auch überhaupt nichts. Aber wisst ihr, Gott verspricht uns, dass er immer bei uns ist. Er möchte ja unser Leben hell machen und er möchte mit uns wirklich durchs Leben gehen und uns zur Seite stehen. Und es kommt vor, dass wir manchmal Angst haben und Probleme haben, aber dann nimmt uns Jesus einfach an seine Hand. Yeah.
die ganze Sache praktisch. Ich meine, wie kann ich Jesus von mir erzählen? Ja, nun, das ist eigentlich ganz einfach. Weißt du, Jesus ist nämlich Gott. Ja, und Gott ist überall. Das heißt, du kannst einfach mit ihm reden. Aber wie hilft denn Jesus? Nun, das kann Jesus auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Vielleicht hilft Jesus einmal durch einen guten Freund oder eine gute Freundin, die dich tröstet, wenn du traurig bist. Oder du hast zwar noch deine Probleme, aber hast plötzlich keine Angst mehr davor. Oder beim letzten Mal haben sie uns erzählt, dass die Bibel ganz wichtig ist. Ja, das stimmt. Ja, auch durch die Worte in der Bibel werden wir getröstet und man kann darin lesen, was man praktisch tun kann. Ja, aber dazu muss man darin lesen. Das ist natürlich richtig, ja. Ich will das machen. Ich will an Jesus glauben und mit ihm lesen. Wie geht denn das? Wie kann ich es Jesus sagen? Na, eigentlich ist das ganz einfach. Weißt du, Jesus ist ja jetzt hier. Das heißt, er kann dich hören. Wirklich? Du kannst einfach mit ihm reden. Ja. Lieber Gott, bitte hilf mir. Ich habe Angst, weil Papa jetzt ausgezogen ist. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Bitte nimm mich an deine Hand. Ich will ganz fest darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Und ich habe auch schon so viele Sachen falsch gemacht. Das tut mir leid. Amen. Hat Jesus mich jetzt wirklich gehört? Ja, das hat er. Da kannst du ganz sicher sein. Jesus hat immer ein offenes Ohr für dich. Jesus kann man wirklich vertrauen. Weißt du, er möchte unser Leben ja hell machen. Das heißt, er will mit uns durchs Leben gehen und an unserer Seite stehen. Ja, und dann hat das, glaube ich, auch Auswirkungen einmal auf uns selbst und dann auch auf das Leben von anderen. Ja, genau. Was haben denn die ganzen Leute gesagt, als sie das gesehen haben? Ja, ich könnte es euch natürlich zeigen. Zeig's mal, bitte. Okay, dann mache ich nochmal den Computer an. Sieht auch mal, wie es funktioniert. Ja, glaub, sieht gut aus. Schön, zurück und los. Du sollst sehen, dein Glaube hat dich geheilt. Ich kann ihn, ich kann ihn, ich kann ihn! Ich kann ihn, ich kann ihn, ich kann ihn! Nur Gott kann so was. Sign!
Bartimäus helfen könnte, dann kann er mir auch helfen. Ja, natürlich kann Gott das, ja. Außerdem kannst du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, auch eines Tages zu Gott in den Himmel kommen. In den Himmel ist ja genial. Ja, das finde ich nämlich auch. Wisst ihr, Bartimäus war so froh darüber, dass er Jesus kennengelernt hat, dass er sich dazu entschlossen hat, von nun an mit Jesus mitzugehen. Er hat sich also dazu entschieden, mit Gott zu leben. Ja, und das Coole ist, das kann auch heute noch jeder Mensch tun. Cool, oder? Wow. Ja. Liebe Zeit, es ist ja schon fast 18 Uhr. Ach, jetzt muss ich aber gucken, dass ihr nach Hause kommt, sonst kriege ich Ärger mit Familie, oder? Ach, das ist nicht so schlimm. Wie ging es denn jetzt mit Bartimäus weiter? Also, in der Bibel steht zu Bartimäus, dass er sich unglaublich gefreut hat und Gott gelobt hat, ja. Und auch alle anderen, die dieses Wunder gesehen haben, haben angefangen, Lieder für Gott zu singen und ihn zu loben. Genau. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Sonst krieg ich noch richtig Ärger. So, mein wunderbarer Mixer. Ausschalten. So, genau. Ich bin froh, dass ich mit meinem Problem nicht mehr alleine bin, sondern dass Jesus mir hilft. Ja, da bin ich auch froh. Ja, das ist das Tolle an der Geschichte von Bartimäus. Der hat ja einiges durchgemacht, einiges erlebt, ja. Und seine Lage war ja ganz oft hoffnungslos, aussichtslos. Ich meine, wahrscheinlich sind hier ganz wenige Leute, die wirklich blind sind. Aber das mit den Problemen, mit dieser Hoffnungslosigkeit, ich glaube, das kennt jeder im Leben. Es gibt immer wieder mal Situationen, ja, wo es drunter und drüber geht. Und manchmal sieht man keine Hoffnung mehr. Der Bartimäus, der macht was. Er merkt, wenn mir da einer noch helfen kann, dann ist es Gott, dann ist es Jesus. Und er ruft nach ihm. Und das ist das Tolle, dass Gott das jedem Menschen anbietet. Wir können zu Gott rufen, wir können zu Jesus rufen. Und Jesus kümmert sich um Bartimäus. Er nimmt ihn an seine Hand. Und das gilt für jeden Menschen. Und ich glaube, wenn Bartimäus heute mit uns auf der Bühne stehen würde, Playback, dann würde Bartimäus sicherlich sehr mit uns hier singen, weil er eine Sache gelernt hat, dass Gott nämlich für ihn da ist. Und das gilt auch für dich. Gott ist für dich da. Thank you.
Gemacht. Das haben die Kinder wirklich nur letztes Wochenende und bis gestern einstudiert. Eure Kunst. Baden-Power. Sehr, sehr gut. Ihr dürft euch mal kurz hinsetzen, ja? Ja, oh, ja. Jetzt müsst ihr erst eine Stunde stehen und seid schon müde. Das ist ja komisch. Nein, ganz, ganz toll. Ihr habt das super gemacht. Ich bin selber total begeistert, dass ihr das so, so toll gemacht habt. Und damit aber so ein Musical auf die Bühne kommt, gibt es viele Leute, die auch hinter den Kulissen arbeiten. Und die möchte ich mal vor die Kulissen nehmen. Kommt einfach mal da vorne, unsere Soufflösen, unsere Tanzchoreografen, unsere Requisiten. Kommt mal, wo seid ihr? Ja, hier, da die Tanja, unsere. Ihr kommt hier auf die Bühne, da muss ich euch sehen, ja? Auch nicht mehr vorne, der David. Die Stars hat der Lukas eingespielt.
der Mann, der es nicht glaubt, dass ihn es da mag. Und für den Sound hier im Zelt, der Willi. Und dann unser toller Chorleiter und Regisseur, der Benny und Schauspieler und alles. Vielen Dank auch die Leute, die gekocht haben, gebacken haben und uns versorgt haben. Ich war wirklich wahrscheinlich 10 Kilo leichter noch. Vielen Dank an die ganzen Leute, die im Hintergrund, die jetzt gar nicht hier so während uns versorgen. Danke an euch, ihr seid spitze. Und dann auch ganz herzliches Dankeschön hier an das Vorbereitungsteam, das war so ein Kernteam, die hierfür zuständig waren, und an die evangelische Kirche, die sowas hier vor Ort für eure Kids macht, um dort einfach den Kindern ja, was zu vermitteln, Glauben zu vermitteln, Werte zu vermitteln. Vielen Dank hier an die Kirche. Und damit übergebe ich an die Elena. Von meiner Seite aus möchte ich auch noch einmal ganz herzlich Benny kommen. Steht da schon kurz auf die Bühne kommen. Benny und Alex, steht noch mal kurz. Oh. Ihr kriegt noch ein kleines Geschenk und zwar, ja. Nochmal was zum Essen. Ja. da das Motto unserer Zelttage in den nächsten zwei Wochen hier Herz über Kopf ist, bekommt ihr ein Lebkuchenherz als ganz herzliches Dankeschön an euch beiden. Wir hatten jede Menge Spaß und zwar aber auch ganz schön anstrengend. Wir durften letztes Wochenende in der Gemeindehalle proben. Das hat uns sehr viel erleichtert. Und dann natürlich auch ein großes Dankeschön an 51 motivierte Kinder, die später. Ihr müsst ja noch singen und mit vollem Mund singt sich so schlecht. Genau. Also später. Genau. Dann, es gibt noch ein paar organisatorische Sachen. Ich mach schnell. Das Musical hat jetzt die Zelttage eröffnet. Dieses Zelt steht jetzt zwei Wochen hier und es ist jede Menge Programm geboten. Gleich als erstes geht es morgen los mit den Kids Action Days und da sagen die Tabea und die andere Tabea kurz was dazu, da kommen sie schon. So, alle Erwachsene haben schön Pause und können runterfahren, weil die nächste Abkündigung gilt an alle Kinder ab 6 Jahre. Wir möchten dich ganz herzlich einladen, von Montag bis Donnerstag jeweils von 15.30 Uhr bis um 17 Uhr zu den Kids Action Days hier oben im Zelt. Hast du Lust auf coole Geschichten, tolle Spiele und Lieder? Willst du einen Emmy Esel und den Clown Luigi kennenlernen? Willst du beschenkt werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Also kommt einfach vorbei und bringt eure Schulfreunde, eure Nachbarn oder alle Kinder, die ihr kennt, doch mit. Wir haben hier genügend Platz. Der Markus Steigmüller von WDL wird uns die Nachmittage gestalten. Und wir vom Team sind selber gespannt, was so alles los sein wird. Wir freuen uns drauf. Und wenn die Kids Action Days vorbei sind, dann denkt ihr vielleicht, war voll cool, aber tischt da leider aus. Und dann möchten wir euch einladen, einfach in die Jungscharen und die Jungschar-Sport und so zu kommen, die Kinderstunde. Wir haben ein Zelt gemacht, jetzt für den, also für Wildberg und die Teilorte. Einfach als Übersicht, damit ihr wisst, wo ihr euch da hinwenden könnt, wenn ihr nicht selber schon in der Jungschar seid, was natürlich sehr, sehr cool wäre. Genau, und falls euer Ort da nicht dabei ist oder ihr irgendwie zu jung oder zu alt seid für die Gruppen, dann meldet euch doch einfach bei eurer Kirchengemeinde. Die werden da sicherlich auch noch ein Plätzchen für euch finden. Wäre voll cool, wenn ihr kommt. Vielen Dank. Ein kurzer Einblick ins
weitere Programm der Zelttage. Morgen Abend, 19.30 Uhr, findet hier ein Abend mit dem Sportverein Sulz statt. Übermorgen Abend, Dienstag, 19 Uhr, findet hier ein Männerfestfest statt mit Dr. Günter Beckstein. Es gibt noch Plätze, bestimmt sehr interessant. Wer sich heute gern anmelden möchte, kann das hinten am Büchertisch gerne tun. Es gibt noch ganz viele mehr Infos, die gibt es für euch am Büchertisch. Da hängen auch Plakate, es gibt Programmhefte, Handzettel, alle möglichen Infos für die nächsten 2 Wochen. Es gibt auch von mir aus auf der rechten Seite hinten noch ein mehr CD-Tisch vom WDL. Da dürft ihr auch mal vorbeikommen. Dann die letzte Abkündigung. Es gibt Getränke. Hier auf meiner rechten Seite ist eine Bar, die man jetzt wahrscheinlich nicht sieht, aufgebaut. Da gibt es Getränke. Und draußen, wenn man jetzt hier rausgeht oder außen rum, gibt es rote Würste. Wir haben ganz viele rote Würste, aber es sind auch ganz, ganz viele Besucher. Ich schätze, es reicht trotzdem für jeden eine. Und greift wirklich zu, dass jetzt jeder denkt, ach, ich lasse lieber den anderen eine und dann haben wir 2 Minuten übrig. Also, esst. Es ist alles kostenlos. Wir möchten das gerne alles über Spenden finanzieren. Es gibt Spendenboxen in Herzdorf am Ausgang oder hier an der hier am Getränke. Genau. Ein letztes wollte ich sagen. Es ist tatsächlich sehr volles Zelt. Wenn es aus ist, nach dem letzten Lied, vielleicht die sitzen, schöner sitzen bleiben, dass erst die stehen, raus können, dass es irgendwie kein Getränke gibt. Die Kinder bleiben vielleicht auch erstmal sitzen, bis eure Eltern kommen und euch abholen. Einfach, dass es kein Chaos gibt. Ich sage Tschüss, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Das wünschen wir euch auch. Für unsere Zeit ist hier der Gottkreis da ein. Wir sind gedankt, von dir sie und euch lassen. Ciao, tschüss, dass ihr da wart. Gottkreis da.